Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Okay, Leute, es geht natürlich wieder sofort weiter. Ich habe eben gerade was freigespielt, Leute. Das Sicherheitszentrum, also ein Pflichtbesuch für alle Parkgäste, die sich für die Sicherheit interessieren. Könnten wir eigentlich jetzt irgendwo hier hin verfrachten? Problem ist halt jetzt eine geeignete Stelle finden. Das wird ein Ticken schwer. Hier könnte es hinpassen, aber... ah doch, es passt. Nice! Okay, da bin ich jetzt gleich gespannt. Und was ich noch nicht gemacht habe, ist ein Souvenirladen. Da können wir auch noch ein bisschen Kohle ranscheffeln. Ich glaube, das könnte hier gut hinpassen. Ja, okay. Sieht gut aus. Jetzt ist nur ein Problem. Haben wir genug Strom? Und jetzt gleich, Leute. Ich habe mir hier jetzt gerade was überlegt. Pass auf, wir machen das so, dass wir ein Gehege von... ja, jetzt ist ein Problem, wie ich das jetzt mache. Also, ich müsste jetzt hier auch nochmal ein Tor hinsetzen, ne? Pass auf, ihr wisst noch nicht, was ich vorhabe, aber es wird ganz geil. Von hier aus geht jetzt... warte mal, wie wollte ich das denn jetzt machen? Genau, das wollte ich jetzt... ich sag mal jetzt von... das wird ein Ticken schwer. Pass auf, so wollte ich das jetzt machen. Dann wollte ich das jetzt so machen. Von hier aus das nochmal abbrechen. Dann müssen wir ja hier so lang gehen. Was, kein Weg verbunden? Okay, mache ich jetzt gleich. So, und zwar werde ich jetzt hier gleich zwei Dilos reinsetzen. Oder vielleicht sogar gesagt drei. Das wird... oh, warte mal. Sind die jetzt gerade alle draußen? Okay, nice. Leute, da gehen jetzt gerade Gäste hin. Und das passt perfekt. So, pass auf. Den machen wir jetzt ein bisschen gemodifiziert. Zack, herstellen. Die Erwartung schrauben wir einen Ticken höher. Und das reicht jetzt erstmal. So, ausbrüten. Und dann machen wir nochmal einen ganz normalen. So, den stellen wir von der Farbe her nochmal um. So, dahin. Gehen an Wände. Das nochmal weg. Ausbrüten. Okay, so. Das hätten wir jetzt erstmal. Wir können jetzt bis jetzt noch gar keinen neuen... warte mal. Was ist da jetzt? Okay, dort ist noch kein Weg. Können wir sofort machen. So, Leute. Viel Glück. Wir müssen jetzt aber noch ganz kurz was einstellen. Jausenbox. Barbasol. Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät, Leute. Das feiert doch jeder, der Jurassic Park 1 gesehen hat. So ein Ding will doch jeder haben. Machen wir, ich würde sagen, 28 Euro. Na, komm, 26 Euro. So, Personal machen wir mal zwei. Warte mal, kriegen wir so viel mehr? Nee, komm. Machen wir. Zweimal Personal. Das reicht eigentlich. So kriegen mehr Leute einen Job. Oh Gott, die mittlere Maustaste funktioniert nicht mehr bei mir. Leute, ich habe irgendwie ein Problem. Die mittlere Maustaste funktioniert bei mir nicht mehr so wirklich. Keine Ahnung, was damit los ist. Okay, aber es... ach komm, bitte. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, wir müssen den jetzt ganz kurz nochmal herstellen. Gehen an Wendne. Zack. Ausbrüten. Okay, beim anderen sieht es eigentlich ganz gut aus. Das Tor ist zu... okay, ja, Raptoren. Ich finde, das Raptorengehege kann man ja so lassen erstmal, oder? Fürs Erste und hier jetzt ein Dilo. Weil ich will jetzt gleich zur nächsten Insel. Denn wir haben eine Mission. Baryonyx. Ja, das müssen wir noch machen. So, das hier, haben wir hier noch etwas? Nein, haben wir nicht. Dann kann das jetzt erstmal geschlossen werden. Und kurz beim Fossilien anschauen. Okay, was haben wir denn da? Nice! Den könnten wir eventuell jetzt auch schon herstellen. Machen wir aber noch nicht. Leute, wir sind fast bei den 5 Sternen angelangt. Okay, und hier noch was. Sicherheits, okay. Hören Sie, mir ist das egal, wie viele Gebäude wir haben, aber ich habe gelernt, dass weniger nie mehr ist. Ja. Mehr ist mehr. Also das weiß mehr, ich doch. Okay? Es gibt drei abteilungsspezifische Betriebsgebäude. Wissenschaftszentrum, Innovation und Sicherheitszentrum. Besucherzentren generieren basierend auf ihrem Ruf bei der jeweiligen Abteilung Einnahmen. Okay, Sie können mehrere Besucherzentren desselben Typs erbauen, um zusätzliche Einkommen zu generieren. Brauchen wir nicht. So gierig sind wir jetzt auch nicht. Aber ich... warum funktioniert die Taste nicht mehr? Das kann nicht sein. Ich muss kurz mal was gucken. Okay, Leute, ich habe was herausgefunden. Also, wenn man die mittlere Maustaste drückt, dann kann man rumschauen. Und zwar genau so. So, und wenn ich weiß, wie man so rumschauen kann, ihr müsst die linke und rechte Maustaste gedrückt halten, ne? Und dann könnt ihr euch so umschauen. Also, bei mir ist jetzt Problem irgendwie. Ich glaube, meine Maus geht kaputt. Alter, erst meine Tastatur und jetzt meine Maus. Was, toter Dino? Oh, Dagi. Die Dagi ist tot. Ach ja, ich habe den anderen Baby genannt. Das passt doch irgendwie, oder? Dagi und Baby... Edmondo? Ach so, habe ich ja zwei Stück hergestellt vorhin. Okay, so.
Sorry, leider. Sorry, sorry, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Okay, wir müssen ja später noch im Verlauf mehrere Aufträge hier annehmen. Da werden wir auf jeden Fall noch ihn hier nehmen, denn wir können dieser so und Dino. Könnte unseren Profit ordentlich steigern. Was? Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Dino. Ich habe mich selbst immer als kleiner Abenteurer gesehen. Ja. Und als großer Fan von Luxushotels. Ja, habe ich. Ich habe drei. Viel Spaß im Dreck. Wieso im Dreck? Leute, hat er gerade gesagt, mein Park ist ein Dreck? Nee, hat er nicht gesagt, oder? Okay, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe hier jetzt einen Weg lang gebaut. Ja, ja, die Gehege waren ja beide vorher zusammen. Aber warum zusammen? Man kann auch einfach ganz normal hier so alles hin verfrachten, ne? So, und zwar, hier ist dann so ein Beobachtungszentrum. Die können jetzt leider noch nicht sehen. Ja, 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 die Dinos kommen jetzt gleich. Okay, aber es dauert halt, wie gesagt, noch ein bisschen. Und wenn die fertig sind, wir schauen uns die jetzt gleich ganz kurz an. Und dann gehen wir zur zweiten Insel. Wir müssen da ja auch noch ein bisschen was erledigen, um den Baryonyx zu kriegen. Oder wie wir auch immer den herkriegen. Hey, ich habe von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Ich soll wieder ein Dracorex ausbrüten, ne? Will ich aber eigentlich Diese gar nicht. Diese Gelegenheit ist kurz. Zu gut, um sie auszulassen. Ja. Ich weiß, dass ich das immer sage. Aber ich meine es auch immer ernst. Okay, okay. Ja, ja, kannst ja so meinen. Okay, jetzt heißt es wieder nur warten, ne? Ja, ja, sind gleich alle fertig. Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Hä, was für ein Auftrag? Ich habe gar nichts gemacht, Leute. Keine Ahnung, was er gerade von mir möchte. Aber ich habe ganz vergessen, wir brauchen ja auch noch ein Futtergehege, also Futterstation für die Dinos. Und zwar werden die jetzt rauskommen. Ich hoffe, die Raptoren machen keinen Stress. Wir holen als erstes nochmal den normalen raus. Ich glaube, das ist der normale, oder? Komm. Ja, Süßer, du bist ja ganz normale. Okay, ja. Oh, kleiner, nicht so besser. Okay. Den kennen wir ja. So, und jetzt kommt der zweite raus. Okay, auf den seine Farbe bin ich jetzt gespannt, weil der schaut jetzt anders aus. Komm. Komm raus. Dilo. Okay, der ist schwarz. Schwarz-grau. Und er ist... Zeige dich. Nee, oder war das da vorne der... Nee, das da drüben ist der neue, oder? Ja, was ist denn? Okay, komm mal raus. Du musst ins Licht gehen. Gehe ins Licht. Oh, Leute, er geht zu seinen Kollegen hin. Okay, das war der normale. Aber Leute, die Farbe, der Skin, übelst nice. Okay, warte mal, zu dir will ich jetzt ganz kurz nicht. Okay, so. Ach, guck mal, habt ihr es gehört? Jo! Oh. Uiuiui! Wow! Habt ihr diese... Hört mal die Töne, wie in Jurassic Park 1. Ach komm, wollte ich kein Küsschen geben? Nein? Okay, der sieht aus wie ein Mann, ne? Der braucht einen männlichen Namen und sie einen weiblichen Namen. So, pass auf, ihr dürft jetzt hier rein. Habe ich jetzt auch wirklich alles beobachtet? Ja, also alles beachtet, weil, ne? Wie gesagt, ich darf keinen Sound, darf nicht mehr fehlen. So, Kinder, geht rein. Ich beobachte dich, ja? Ich komm mit. Oh, das wäre geil, wenn ich... Alter, ich mache eine Minute. 429.000. Okay, weiter wird beobachtet. Oh, guck mal, die haben jetzt einen Gang zum Weitergehen. Ist das nicht schön? Ihr könnt ruhig weitergehen. Ihr müsst weiter. Es ist noch nicht vorbei. Futterstationen werden aufgefüllt. Leute, ich glaube, ich mache hier nochmal ein Gehege, mache ich hier nochmal einen Cut. Weil, ist besser. So und so. Okay, sind jetzt beide raus? Ja, beide sind draußen. Okay, da müsste jetzt hier nur noch ein Tor fehlen. Okay, können wir sogar hinbauen? Zack. So, nice. Okay, isst du jetzt? Komm, zeig dich mal. Oh, Leute, die sehen so schnuckelig aus. Ach, süß. So, nur die Velociraptoren, die dürfen jetzt keinen Stress machen. Alles, Leute, wir haben fast 5 Sterne, ey. Das ist krass. Okay, was ist mit ihm? Er hat die Ziege erledigt und wir haben es nicht gesehen. Ach, scheiße, ich wollte gucken, wie sie angreifen. Mal sehen. Oh, Leute. Wir können von denen noch einige herstellen. Sozial ist bei denen noch ganz, ganz weit unten. Also können wir sogar noch mehr von denen bauen, aber... Bevor wir das jetzt machen, okay, extrahieren. So, komm, das müssen wir verkaufen und das müssen wir verkaufen. Ich sag das mal so frei heraus. Ja? Wir beide sind ein bärenstarkes Team. Ja, freut mich doch. Okay, Aufträge, dann können wir sogar einen neuen Auftrag annehmen. Natürlich bei Ihnen hier. Im Business erhöhen ist Sie immer Ihre Inselbewertung auf 5 Sterne. Denken ja, ja, leichter gesagt Auftrag als getan. Okay, naja, das können wir jetzt ja eh noch nicht erreichen. Ne? Aber bei den Dilos, da bin ich gleich gespannt. Ich will gucken,
Wie, oh, da, er trinkt! Die machen so süße Töne, Leute. Das ist noch süßer als die Velociraptoren. Okay, aber schade, dass die Ziege jetzt weg ist. Guck mal, er wartet doch schon drauf. Kann ich jetzt eine einfach rausholen? Nee, schade, 9 Ziegen sind noch drinne. Okay, so, das bedeutet, was ist das? Oh, Leute, wir haben was Neues freigeschaltet. Aber erst nur auf 50%. Ich glaube, das ist nicht so toll, oder? Ist egal, wir gehen erstmal zur zweiten Insel. So, wir sind angekommen. Jetzt die Frage, wir brauchen jetzt hier erstmal schon mal Strom. Alter, Leute, wir fangen wirklich von Null an. Okay, mache ich jetzt so, verbinde ich damit. So, müsst ihr... Benötigt Strom. Okay, ich wollte gerade sagen. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Das ist nicht... Okay, wir haben noch nicht mal ein... Ja, wir haben noch nicht... Wir haben nichts. Okay, schließen die mehrere Expeditionen ab. Mache ich. Alter, minus 15.000. Okay, wir müssen jetzt schnell Sachen ran schaffen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Velociraptoren. Die stellen wir jetzt nochmal her. Und die Dilos. Okay, warte mal. Das haben wir jetzt... Expeditionskarte. Okay, wir müssen jetzt ganz kurz warten, was wir jetzt als nächstes machen müssen, weil vielleicht kriegen wir hier, wie heißt es jetzt, neue Dinos, denn mal sehen, wenn wir jetzt hier Aufträge uns anschauen, wartet mal ganz kurz, wir müssen nochmal dahin, Aufträge. Okay, Grabungsertrag, Heilung, Brutstättenkapazität, Spielwaren. Okay, Leute, hier, der Baryonyx. Okay, Leute, pass auf. In dieser Folge ist der Baryonyx dran. Ich racker mich jetzt die ganze Zeit ab, bis wir das haben. Okay? Es wird ganz schnell gehen für euch, aber für mich wird es lange dauern. Okay, wir versuchen unser Bestes. Okay, wir kommen irgendwie nicht voran. Also, ich habe jetzt schon mal ein Fastfood-Restaurant da oben hingestellt. Hier kommt noch ein Hotel hin, weil wir brauchen unbedingt einen Stern. Und ich glaube, einen Stern kriegen wir jetzt wirklich nur, wenn wir einen neuen Dino herstellen. Und das ist der Kuritosaurus. Ich bin mal gespannt, wie der ausschaut. Sieht ja aus wie ein Para. Aber ich bin mal gespannt, wie groß der ist. Er geht zwar in einen ganz kleinen Dings rein, aber ist nicht schlimm. Ist noch ertragbar, sag ich jetzt mal. Ha, nun ist es soweit. Okay, wir können den Kuritosaurus, können wir freilassen. Ne? Da bin ich jetzt mal gespannt. Kommst du raus? Bist du unser größter Dino, den wir... Oh, der sieht süß aus im Gesicht, Leute. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da kommt ein Para ja gar nicht hinterher. Oh, sweet. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er wirklich dieses so hübsch Tier, ist. Der Kuritosaurus, sieht wirklich eigenartig aus. Hübsch sieht er aus. Denken Sie mal an alle Kombinationen und Muster, die das Leben auf der Suche nach der perfekten Form ausprobiert. Ja. Es geht nicht um Erfolg. Es geht um das Perfektionieren des Scheiterns. Immer und immer und immer wieder. Ach ständiger so. Prozess. Alles klar. Das gilt auch für uns. Okay, also, wir müssen jetzt hier irgendwie voranschreiten. Ne? Ich bin jetzt noch lange davon entfernt, ein Baryonyx herzustellen, weil uns fehlen Sachen. Wie gesagt, ich muss da hinten hinkommen und, ja, irgendwie kriege ich das schon hin, irgendwie. Wir brauchen aber mehr Dinos hier hin. Wir müssen mehr Dinos bauen. Oh, Leute. Oh, shit. Nein! Oha, er spuckt ihn ins Gesicht. Oha, wie geil ist das denn? Dilo, no! Warum? Okay, ATU! ATU, komm, schnell! Oh Gott, Aufgabe, zack! Okay, da muss ich jetzt näher ran. Oh shit, er hat so umgerannt! Oh Gott, ATU, komm schnell! Jetzt spuckt er bestimmt wieder, oder? Da, schaut euch das an! Da, mitten ins Gesicht rein, oder? Oh shit, sie hat sogar mitten ins Gesicht rein. Oh, sorry. ACU, kümmert ihr euch drum? Komm, bitte. Wir haben Notfall. Oh shit. Holy shit. Oh Gott, der hätte einen Football mitmachen müssen. American Football. Leute, die treffen nicht. Zack. Fliegen. Ich muss schießen. Diese Steuerung. Sie bringt mich komplett durcheinander. So, was ist los? So, okay, so, betäuben. Okay. So, wo willst du hin? Nein, ich hab gedacht, oh Gott. Yes! Volltreffer. Okay, ich glaube, eventuell reicht sogar eins bei Ihnen. Ja, der schläft auf jeden Fall. Und jetzt der da drüben. Oh Gott, die ganzen Menschenmenge. Oh Gott, meine Sterne gehen runter.
Komm ruhig bei. Yes! Okay, ich hätte fast getroffen. Ja! Schlaf vorher ein, bitte, 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 bitte! Komm, komm, komm! Schläft er immer noch nicht? Okay, er schläft. Alles klar. Okay, Leute, das wurde schon mal geregelt. Alles klar, eine Krankheit wieder. Alles klar. Okay. Okay. Das ist schon mal. Lief ja alles schon mal ganz gut. Lass dich ein paar Rionix mit einer Immunreaktion. Okay, mache ich. Ich brauche ihn aber erst noch. Yo! Was? Krichtonsaurus? Okay, wir haben eine Forschung abgeschlossen. Nice! Na komm, hab ich ihn? Yes! Nice! Okay, zurück zur anderen Insel. Ich habe wieder eine Neuigkeit für euch. Wir haben wieder einen neuen Dino erschaffen. Den Chunkingosaurus. Okay, den setzen wir natürlich auch wieder frei. Wir müssen halt weiterkommen. Wir müssen einen Stern bekommen und. Oh, der sieht echt aus wie ein Stego. Der hat sogar dieselbe Schnauze. Der hat wie diesen Huyangosaurus, die Stacheln bloß nach oben. Oh, und er macht den Sprung selbst nach vorne. Okay. Aber hier, seht ihr das hier? Den hier kenne ich. Ja, ich auch. Ein Pflanzenfresser namens Chunkingosaurus. Weit. Bestand. Wo wurde er wohl erstmals entdeckt? Und sagen Sie jetzt nicht, Wissenschaftler hätten keinen Humor. Seine lässt etwas übrig, das er es nicht mag. Oh Gott, ich hoffe, die greifen sich nicht gegenseitig an. Okay, wir müssen irgendwie weiter hochkommen. Irgendwie müssen wir es doch schaffen. So, Kleiner, wie sieht's bei dir aus? Ah, sozial, bitte sei sozial zum Para-ähnlichen Viech, okay? Mach keinen Kampf, nein. Okay, ist gut, wir verstehen uns, okay? Okay. Trotzdem sind wir es, die sie kontrollieren. Hä? Leute! Und niemand kann das besser als sie. Hab ich ihn jetzt? Auftrag abgeschlossen, neues Leben. Okay, anscheinend haben wir ihn. Ich hätte das nicht besser machen können, danke. Ja, bitte, bitte, bitte. Warte mal, Expedition. Können wir den jetzt wirklich? Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Ja, aber zu was denn? Ich kann doch noch gar nicht machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Forschungszentrale? Genau, da, Fossilien. Nice! Guck, da stand Forschungszentren benötigt. 2 Stück. Das wusste ich nicht. Alter, sieht der geil aus. Okay, Leute, vielleicht können wir den jetzt wirklich herstellen. Forschung abgeschlossen. Baryonyx. So, Leute, ich habe mir gedacht, dass wir hier jetzt ein Gehege hinbauen. Für den Baryonyx. Das wird geil. Ich will jetzt ungefähr hier es am Weg anpassen. Ne? Und dann mal gucken, ob ich es genauso hinkriege. Leute, wir können ihn wirklich jetzt suchen, oder? Mal sehen. Fossilien anschauen. Nee. Keine Fossilien anschauen. So, Yes! Oh, shit, Leute. Okay, macht euch bereit. Der Baryonyx kommt gleich. Was? Was hab ich? Leute, wir haben 5 Sterne. Echt jetzt? Beim Arbeiten zuzusehen, das nenne ich Unterhaltung. Ja, yeah, thank you. Leute, wir haben wirklich 5 Sterne. Hier unten. Okay, fast. Aber ist das nicht geil? Heftig. Oh, Leute. Wir haben ein dickes Problem. Der Dino hat sein Gehege aufgemacht und ja, da drüben kämpfen sie schon und ja, sein Kollege wird gefressen. Okay, und somit können wir schon mal das Gehege komplett aufreißen, weil es bringt halt nichts. Oh shit, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Und wer gewinnt diesmal? Oh Gott, der Raptor gewinnt diesmal. Oha, mal sehen. Wer gewinnt jetzt wirklich? Komm, Dino, komm. Okay, der Dino gewinnt. Oh, Alter, seht ihr sein Gesicht? Holy shit. Okay, zeig, was du kannst. Dilo? Habt ihr euch angefreundet? Was macht ihr? Ihr sollt kämpfen und nicht reden hier? Ach so, da drüben sind Kämpfe. Nein! Okay, ich glaube, der Dilo wird diesmal sterben wieder. Oder? Na komm. Kollege, du schaffst es. Der Raptor ist auch fast tot. Nee, Leute. Rest in peace, Dilo. Das war's von ihm. Okay. I'm sorry, und für die da drüben kann ich auch nichts tun. Ja, er ist schon. Okay, er hat bestimmt seine Frau nachgeschaut und hat gedacht, so, wie geht's ihr? Ach, Mist. Okay, naja, ist egal, der Baryonyx ist gleich dran. Jo, neues, lebensfähiges Genom freigeschaltet. Okay, Leute, ich bin immer noch drauf und dran, das Gehege irgendwie einen Ticken schick einzurichten, aber es dauert halt immer ein bisschen, weil man will's ja halt ziemlich schön herrichten, ne? So, deswegen halt. Aber ich glaube, ich bin gleich fertig. So, Freunde, es ist nun soweit. Der Baryonyx wird ausgebrütet. So, wir gucken mal ganz kurz, ob wir irgendwas noch bei ihm machen können. Wir können sogar eine andere Farbe erstellen. Aber ich würde sagen, als erstes
stellen wir den ganz normalen her. In der nächsten Folge können wir ja nochmal den anderen... Ach, ich hätte ihn noch... Ist egal. Vielleicht bricht er ja noch ab. Wir haben ja eh noch genug Geld. 53 Millionen. Lässt sich sehen. Okay, jetzt heißt es wieder nur warten. Das Gehege sieht eigentlich schon gut fertig aus. Ich bin gespannt, ob das überhaupt für ihn reicht. Ich weiß ja nicht, wie groß der ist. Nun hat das Warten ein Ende, Leute. Der Baryonyx kann geboren werden. Oha, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Haltet euch fest. Es geht los. Das ist... Ich glaube, der ist größer als der Cerato, oder? Mal gucken. Los! Oha. Eieieiei. Wie gesagt, ein großer Raptor. Oha, ist der geil. Alter, Leute. Krass. Und? Hast du eine Ziege? Ah, nee, habe ich eine Ziege? Alter, Leute, das sieht heftig aus. Der ist krass. Der ist übelst krass. Okay, er schnappt sich die Ziege. Hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Alter, Mama Mia. Oh, wenn das jetzt die Gary sehen könnte, Leute. Hinter dir ist die Ziege. Okay, er will noch kein lebendes Objekt töten, ne? Alles klar, aber Leute, schaut ihn euch an. Ist der heftig? Uiuiui, das ist bis jetzt der beste Dino, den wir jetzt hier... Okay, die Velociraptoren und so sind auch krass, aber das ist mal etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Und er war in Jurassic World, den zweiten Teil, mit dabei. Oha, ist der krass. Oh, komm, bitte. Ja, hast du die Ziege gesehen? Bitte, wir wollen es alle sehen. Komm, Kollege. Komm, greif sie an. Yes! Okay, er packt sie sich, Leute. Zum Abschluss packt er sich die Ziege. Komm. Na, hast du sehr bald? Alter, was er für ein Gehege hat. Hier ist ein Hügel, hier ist alles. Jo! Okay, sie ist tot. Nice. Da ist nur was Kleines, ne? Alter, Leute. Und das ist nur der Baryonyx. Der Suchomimus, der Indoraptor, der T-Rex, es kommen alle noch. Und natürlich der Indominus Rex, mein Liebling. Na Leute, auf jeden Fall war es jetzt erstmal wieder von einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und der Baryonyx natürlich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.